heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur, mit dem Unbegreiflichen zu leben. Mit dem Machtantritt von Hitler kam so viel Leid über unsere jüdische Bevölkerung, dass es wichtig ist, dass so etwas nicht mehr geschehen darf. Als ich aus der Presse vernahm, an die Großmarkthalle baut bald die Europäische Zentralbank, dachte ich, oh mein Gott, an dieser Stelle muss etwas entstehen, zu gedenken an die Opfer. Über diese große Öffnung führte der Weg in die Kellerräume. Und in den Kellerräumen fand der Ausbürgerungsprozess statt. Und anschließend wurden die Menschen in den Kellerraum getrieben und dort über Stunden festgehalten. Im Rahmen der Bearbeitung kam die Frage auf, was macht ihr hier noch? Und da haben wir gesagt, nichts. Da meinte sie, das ist gut so. Ja, dass das nicht vergessen wird, was hier war, das war immer mein Wunsch. Die Stadt Frankfurt, das ist selbstkritisch zu konstatieren, hat die Verbrechen der Deportation lange nicht in ihre Erinnerung einbezogen. Vielleicht auch, weil zu viele Mitbürgerinnen und Mitbürger beteiligt waren. In einer Zeit, in der Flucht und Vertreibung wieder so nahe gerückt sind, sehr nahe gerückt sind, ist es wichtig, nicht zu vergessen, was Menschen hier in Frankfurt an dieser Stelle von Mitbürgern angetan wurde. Meine Damen und Herren, ich wünsche Erinnerungsstätte aufmerksame Besucherinnen und Besucher. The difficulty is that, facing the events that brought us here today, the right words will always fail us. Are we to speak about the unspeakable? How are we to make sense of the ultimate evil? The ceremony we have here today is a symbol of our commitment. On behalf of the ECB, I thank the city of Frankfurt and the Jewish community for their contribution in making the memorial come to life. Zum Schluss wünsche ich mir, dass der Gedenkweg ein Ort der Stille und Einkehr sein möge und von Menschen, die glauben, alles zerstören zu müssen, dass diese hier fernbleiben. Musik.